Willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Beim letzten Mal haben wir mal wieder einen Fall für die Polizei gelöst und wir nehmen gleich den nächsten an. Erwacht in den Schatten. Da haben wir direkt 6 Hinweise. Na, das wird ja lustig. So, pass auf. Ja, erwacht in den Schatten. Was haben wir denn? Erstmal den Bericht an sich. Bericht Nummer 1810. Zwei Männer wurden auf dem Friedhof unweit eines offenen Grabes tot aufgefunden. Beide Opfer wiesen Bissspuren am Hals auf. Opfer John Bowden, Friedhofswärter. Said Hafez, Assistenzprofessor am Cordona Medical College. Verdächtige Hamil Aki, Gerber, Camille Aki, verstorben, angeblich eine Vampirin. Zeugen Leandro Barbieri, Reporter Joe Vagabund. Okay. Die Hinweise deuten zumindest auf die theoretische Möglichkeit hin, dass übersinnliche Kräfte im Spiel waren. Für den Fall sind noch weitere Ermittlungen nötig. Hat das irgendwas mit den anderen Dingen zu tun, was ich hier irgendwo habe? Dunkle Rituale auf dem Friedhof? Ich weiß nicht. Okay. Information über Opfer 1. John Bowden, 37 Jahre alt, Friedhofswärter. Stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf. Verletzung in Form von 2 Punkten am Hals. Todesursache starker Blutverlust aufgrund der verletzten Halsschlagader. Information über Opfer Nummer 2. Said Hafez, 56 Jahre alt, Assistenzprofessor am Cortona Medical College. Leichte Schnittverletzung am Bein, stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf. Verletzung in Form von 2 Punkten am Hals. Größere Blutgefäße intakt, minimaler Blutverlust. Todesursache Hirnblutung. Notizen über den Verdächtigen. Amil Aki ist der Bruder der kürzlich verstorbenen Camille oder Camille Aki. Wir haben versucht, ihn zum Reden zu bringen, aber er ist eine harte Nuss. Seine Nachbarn sahen, wie er sein Haus verließ, um Blumen ans Grab seiner Schwester zu bringen. Sie sagten aus, dass er im Morgengrauen zurückkehrte, er soll schmutzig gewesen sein und müde gewirkt haben. Okay. Nachtrag, wir haben ihn sicherheitshalber aufgefordert, Knoblauch zu essen. Der Knoblauch zeigte jedoch keine Wirkung. Am nächsten Morgen war er schmutzig und schien müde. Das heißt, wahrscheinlich hat er irgendwie was gebuddelt oder so auf dem Friedhof. Aussage des Vagabunden. Ich war gerade mit meinem Abendessen beschäftigt, als John kam, um mal wieder ein Grab auszuheben. Aber da war noch jemand bei ihm. Wer ist John? Gut. Ich muss in meine Behausung eingenickt sein, aber als ich wieder aufwachte, war alles ganz verschwommen. Ich hörte Schreie und Geheule und dann sah ich Lichtblitze, obwohl es überhaupt nicht gedonnert hat. Das ging nicht mit rechten Dingen zu. Ich verließ meine Behausung, um zu sehen, was da los war. Und da sah ich diesen Reporter, Leonard oder so ähnlich. Er sagte, dass ein Vampir 2 Menschen getötet hat. Ganz in meiner Nähe. Mann, ich kann mich wohl glücklich schätzen, noch am Leben zu sein. Und Aussage des Reporters. Ich hatte schon immer den richtigen Riecher für eine gute Story. Ich spazierte über den Friedhof und da sah ich ihn. Den Nekromanten. Ich meine, das ist todernst. Er weckte eine Frau von den Toten, die daraufhin aus ihrem Grab stieg. Dann befahl er ihr, die 2 Männer anzugreifen, die in der Nähe waren. Anschließend verwandelten sich der Nekromant und die wiedererweckte Tote in Fledermäuse und flogen davon. Vor lauter Schreck vergaß ich, das Geschehen zu fotografieren. Aber zumindest von den Opfern fertigte ich anschließend Fotografien an. Das wird eine Titelstory. Ja, und das haben wir auf jeden Fall gelesen. Gut. Also mein erster Verdächtiger ohne große Anhaltspunkte ist der Reporter, weil er wollte eine tolle Story haben. Behaupte ich jetzt. Ich weiß es natürlich nicht. So, Friedhof von Cordona. Da gehen wir jetzt als erstes mal hin. Und dann suchen wir den Tatort auf. Wo auch immer das hier genau sein soll. Irgendwo, wo was ausgebuddelt ist, würde ich mal sagen. Ja? Hier anscheinend eher weniger. Weiß halt jetzt auch nicht, ne? Wie groß ist denn jetzt das ganze Areal? Was zählt hier alles noch zum Friedhof? Und wo könnte es jetzt genau gewesen sein? Gibt
Gibt's hier keine Straßenbekennung für Friedhöfe? Nein? Ach, da. Hallo. Okay. Also irgendwo hier, ja? Komm ich da irgendwo lang? Ich glaube, das ist hier schon Wohnviertel wieder. Das ist wieder nicht Friedhof. Okay. Ha, da. Da ist Polizeiabsperrung. Am leeren Grab. Dann schauen wir uns mal das leere Grab etwas genauer an. Was haben wir denn hier? The flowers are still fresh. Jemand war erst hier. Da haben wir einen Hut. Sehr verdächtig. Ein Hut. Der steht keinem gut. This is a somewhat neglected and dusty hat. Hier haben wir Blut. The stone is rather unwieldy, so it couldn't be used as a weapon. Someone fell and hit their head on it. Jo. Ist mit dem Blumenkorb irgendwas? Nein. Noch irgendwas Auffälliges? Irgendwas muss hier noch sein, was ich jetzt einfach gerade nicht sehe. Oder ist hier am Stein irgendwas? Ach, guck mal. Der andere Blutfleck. Ich dachte, als ich den Stein angeguckt habe, zielt er schon so und gut ist. Aber nein. So. Das war jetzt Nummer 1, ne? Was sagst du denn dazu? Shouldn't we have brought some wooden stakes with us? Or at least garlic? Tja, Pech gehabt. Gibt's jetzt nicht. Ganz einfach. Was nicht da ist, das gibt nicht. So, hier haben wir Beweisstück 3. Wieder so eine Hütsche. Expensive hat with a few gray hairs stuck to the brim. Okay. Ein Tuch oder Fetzen. Someone tore their trousers here. Okay. Hier ist eine Schaufel. The blade is bent from the impact. Ein Blutfleck. The bleeding wasn't severe, there are just a few drops. Okay. Ist da vorne noch irgendwas? Irgendwas Wichtiges hier? Ich glaube nicht. Hier ist das leere Grab. Das ist Beweisstück 2. Guck mal. Was haben wir hier? Da fehlt etwas. Leere Stelle. Looks like a set of surgical instruments. One is missing. Wahrscheinlich auch eine Art Schere oder irgendwie sowas in der Richtung. Das sehe ich mir immer abwechselnd, ne? So ein Stock, Schere, Stock, Schere, Stock, Stein. Ach nee. Was ist das? The label is illegible. Okay, Flasche mit durchsichtiger Flüssigkeit, da kann ich dann eine chemische Analyse ausführen, ja? Hier haben wir einen Zettel. Zerknüllte Nachricht, wir haben keine frischen Leichen mehr, die unsere Studenten sezieren könnten. Sie wissen, was zu tun ist, Professor Shelley. Professor Shelley. Okay. Professor Shelley war jetzt aber nicht der Beppo hier, ne? Nee. So, hier ist auch Absperrung. Hier vorne haben wir noch irgendwas. Kaiser-Aquadukt. Ah ja. Hätte sich jemand Ratten gemacht. Mh, lecker. Nom nom nom. Nicely roasted. Also hier hat definitiv jemand kapiert und sich hier ein Lager gemacht. Welche zwei Dinger soll ich mir noch angucken? Das sind Pilze. Psilocybin Mushrooms. These are powerful hallucinogens. Okay. Er war also auf Drogen.
Auf Drogen kann man auch schon mal selbst zum Vampir werden. Ach doch, siehst du, zeig doch Alkoholflaschen. I wonder how even the most destitute always somehow manage to scrape together enough for a drink. Ja, das frage ich mich auch immer wieder. Egal wie arm man ist, man hat immer Geld für Alkohol. Ein seltsames Phänomen, wie ich finde. So, da können wir jetzt die chemische Analyse eigentlich mal durchführen. Vielleicht. Da. So, okay. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Und wir brauchen das. Und dann gehen wir mal die Analyse an. Zack. Zack. Und zack. Na, muss ich wahrscheinlich rechnen, wenn das hier schon mit Minus ist und sowas. Wieso? Wieso machst du denn das jetzt nicht? Zwei machen. Das kann ich auch bewegen, WTF. Und geben wir einfach das noch mit dazu. Geht das? Nein. Das machen. Nein, geht auch nicht. Das kann ich nicht mit dem verbinden, das kann ich dann also nur mit dem. Damit haben wir ein minus 3 erreicht. Okay. Setzen wir mal zurück. Ich habe ja diese chemischen Analysen jetzt bisher noch nicht so viel gemacht, deswegen. Zeigung, wenn ich jetzt hier ein bisschen länger brauche, um das jetzt hier zu verstehen. Nein, nicht das. Das andere bitte. Von den anderen irgendwie einen, ich sag mal, Eingang. Ne, das damit verbinden ist halt nicht. Jedes der Reagenzien haben nur einmal. Das war zum Beispiel bei dem anderen Versuch dann doch ein bisschen anders. Ich könnte es damit verbinden, das damit und das als weiteres Reaktionsding hier ranfügen. Das sieht besser aus. Okay. So funktioniert das dann. So, es handelt sich bei der Flüssigkeit um Formalin, das zur Einbalsamierung von Leichen verwendet wird. Okay. Na okay, jetzt kann ich schon rekonstruieren das Ganze, ja? So, lass mal hinlegen hier. So, also da ist irgendwo oder irgendwas. Was mache ich hier? Wen kann ich hier alles austauschen?
Ich habe drei Personen anscheinend. Die Frage ist halt hier auch wieder, ne? Wer ist wer? Was habe ich denn in der Fallmappe? Opfer ist der Friedhofswärter und Verdächtiger ist ein Gerber. Zeugen sind Reporter und ein Vagabund. So, Assistenzprofessor und Friedhofswärter sind Opfer. Und Vagabund und Reporter. Müsste ja der Professor sein, ne? Der Ältere quasi. Und John Bowden ist quasi der Friedhofswärter, der vorne ermuckst wurde, ja? Okay. Und irgendwer hat ihn da halt eingestochen mit Werkzeug. Wahrscheinlich das Werkzeug, das halt jetzt auch gerade fehlt. Gebissen werden hat ihn wohl keiner. Außer er war halt auf Droge. Kann natürlich sein, dass einer der Toten quasi halt auch irgendwie mit von der Partie war hier. Hier kam der Friedhofswärter, denke ich mal. Ne, mit der Flasche hier macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich glaube eher der mit dem Korb. Er macht Fotos. Lassen wir da mal den mit dem Korb. So. Der mit dem Korb ist glatzköpfig, trägt irgendein Hemd. Aber nicht den ermordet haben. Glaube ich nicht. Wir müssen halt durchgehen, was hier sonst noch so ist. Der hier trägt den Hut. Den anderen Hut hier, was war das für einer? Ja, fast schon Cowboy-Hut. Kriegt ja keiner Verdächtigen. Okay. Mit der Schaufel, das macht hier schon fast Sinn. Die Schaufel liegt ja auch hier hinten. Und dann nochmal ordentlich seziert. Mit der Schaufel macht schon Sinn. Das ist gar nicht so einfach. So, hier hinten ist der Penner quasi. Alter Mann. Das ist dann, denke ich mal, der Friedhofswächter, ja? Warte mal. 37. Okay, ich weiß nicht, ob das nach einem 37-Jährigen aussieht.
von 2. Aber 2 hat auch Hirnblutung. Das passt irgendwie mit der Schaufel schon zusammen. So. Ist halt echt schwer halt herauszufinden, welche von den ganzen Personen ist quasi das, was ich da hinsetzen soll. So. Der Reporter. Welcher war denn jetzt der Reporter? Irgendeiner von denen hatte doch gerade die Kamera auch. Der hier ist der Reporter. Der kommt auch so hier gar nicht groß anders vor, kann das sein? Ja, doch, da ist er, okay. Der da unten, der wurde ja durch Halsschlagader weitestgehend getötet. Nicht durch den Stein. Die Frage ist, warst du das? Oder warst du das? Ich glaube nicht, dass es der Penner von da hinten war. Der Reporter glaube ich auch nicht. Wobei, könnte natürlich sein, wenn es wirklich der Reporter gewesen ist. So. Das Ding hier haben wir auch noch gar nicht gemacht. Aber irgendwie muss ich ja die Waffen hier genommen haben. Es kann ja eigentlich nur der sein, der hier auch die Leute seziert hat quasi. Oder halt präpariert, wie auch immer. Du hast da irgendein Fläschchen. Was ist das für ein Fläschchen? Vagabund könnte auch der in Anführungszeichen Penner sein. Das würde fast Sinn machen. Landstreicher, Vagabund. Ganz in meiner Nähe wurden die getötet. So. Dann. Weiß ich nicht, ob der dann die mit der Schaufel getötet hat. Wenn, dann war das jemand anderes. Und wenn es hier von irgendeinem Professor die Rede ist. Ein Professor, der halt hier neue Leichen zum Sezieren braucht. Von wem kam die Nachricht hier? Das Abendessen des Vagabunden halluzinogene Pilze. Da steht es halt auch, ne? Da hinten hat der Vagabunde halt gehaust. Keine frischen Leichen mehr, die unsere Studenten sezieren können. Sie wissen, was zu tun ist. Okay. Könnte also sein, dass der Professor mit einem anderen Professor geredet hat und der halt dann so, ja, ne, buddeln Sie noch ein paar Leichen aus, ey. Okay, ich könnte jetzt schon bestätigen. Was ist mit dir?
Was hält er da in der Hand? Ich bin echt ein bisschen verwirrt. Ich mag jetzt keine falsche Schlussfolgerung machen, nur so nach dem Motto so. Ja, es haut schon irgendwie hin. Ich will das ja auch irgendwie logisch angehen, weißt du? Von Nekromanten. Seine Nachbarn sahen, wie er ein Haus verließ, um Blumen ans Grab seiner Schwester zu bringen. Sie sagten aus, dass er im Morgengrauen zurückkehrte. Er soll schmutzig gewesen sein und müde gewirkt haben. Das heißt, wenn er da gewesen ist und Blumen gebracht haben soll, er hier hat ja vergessen, Fotos zu machen. Das heißt, das kann ja schon mal nicht hinhauen. So. Dann ist das also der Bruder von der Verstorbenen. So. Der muss ja hier mitgeholfen haben. Beim Ausbuddeln quasi, mehr oder weniger. Ob das so der Fall ist, weiß ich nicht. Wenn das jetzt hier eine falsche Vermutung ist, werde ich dann darauf hingewiesen, so, hey, das ist alles noch nicht richtig. Ich werde mal speichern. Geht nicht. Okay, dann bestätigen wir einfach mal. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Okay, also ich kann es nicht falsch machen. So. Das ist die Frau, die sie hier wieder erwecken, ne? Ja. Und bei dem sagen sie auch, ja, die fing los und hat halt angefangen, die Leute zu beißen, ja? Das kann ja irgendwie nicht hinhauen. Tod ist tot. Außer es ist... Es war eine Form von Kannibalismus schon fast. Und das hier ist quasi schon fast ein Show-Act gewesen, damit wir wirklich frische Leichen haben. Also wirklich, wirklich frische Leichen. Die Frage ist halt nur, warum fehlt denn da eins dieser Werkzeuge quasi? So, mit der Frau halt würde passen, ne? Mit, ja, ne? Sie haben sie angegriffen, da. So. Wer bist du? Du bist der Typ da hinten, ja? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Okay.
Also der Vagabund, der wird wahrscheinlich viel gemacht haben. Der wird so außer sich sein von Drogen. Lichtblitze, obwohl es überhaupt nicht gedonnert hat. Das sind ja Hinweise auf. Es gibt Fotos. Hier ist der Reporter. Und du bist dann der eine, der getötet wurde. Oder? Gibt es hier minimale Blutverluste bei ihm? Das wird er nicht gewesen sein. Minimale Blutverluste drin. Ja, hier hat er große Blutverluste am Hals. Aber durch wen? Kann er eigentlich nur durch dann der Reporter sein, oder? Reporter oder den komischen Professor oder? Das hier ist ja der Hut des Grabwächters. Das heißt, das da ist der Grabwächter, der halt da am Schaufeln ist. Der hat die Lady wieder ausgegraben. Und er stand daneben. Und er hat da Zeug präpariert. Weil da kann ich ja auch nicht den Professor hinsetzen. Den vermeintlichen Professor. Obwohl, ja doch, so kann ich ihn da hinsetzen. Aber glaube ich nicht. Er mit seinem Blumenkorb kommt ja, um seine Schwester, die kürzlich verstorben ist, zu besuchen. Der Grabwächter buddelt sie aus, damit er hier irgendeine Leiche hat. Dann... Warum sollte er den dann töten? Er tötet... ihn, weil sie die ausgraben. Und hier wird nicht die Frau gewesen sein, die ihr gebissen hat. Weil tot ist tot. Die spielt hier auch nicht tot. Ist auch nicht lebendig begraben oder sowas für irgendeinen Show-Effekt für den Reporter.
Ist schwierig. Oder ich bin halt zu doof. Vielleicht hat sich aber auch doch jemand dahin gekniet und quasi hier so anbetungsmäßig beschworen. Ich habe schon gesagt, das ist echt nicht einfach. Es ist echt nicht einfach. So, jedenfalls der mit den Blumen. Glaube ich nicht, dass der hier irgendwie noch die Leute seziert hat oder präpariert oder wie auch immer. Vielleicht hat der Reporter auch nur gesehen, wie er quasi halt dann die ermordet, weil sie hier die ausgraben. Und der Reporter halt einfach nur für die Story seziert oder gepunktet, wie auch immer. Bestätige das mal. Ja, das ist es. The deceased became furious when he caught the anatomist exhuming his sister's body. He killed him with a shovel. The graveyard keeper took to his heels, but didn't get far. He fell, hitting his head on a stone, which rendered him unconscious. With the murderer gone, the reporter who was hiding punctured the neck of the first victim to imitate a bite. But when he did the same to the second victim, he killed an unconscious man. So we have two murders and two murderers, but no vampires. Vampires are not so scary when you have grave robbers and journalists running around. Dum dum da. Ja, da habe ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen schwer getan. I think I'd prefer good old vampires to this lunacy. Ich meine, es gibt durchaus Sinn. Mal, ne, ein bisschen weg vom übernatürlichen Denken und halt auch von so Dingen wie, ja, da will jemand einfach nur eine Show machen für irgendwas. Macht ja alles keinen Sinn. So, muss ich jetzt hier noch was tun? Nein. Dann geben wir mal den Fall ab. Und dann mal gucken. Wird schon, vielleicht. Ich habe hier jedes Mal orientierungslos, ne? Keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich hin soll. Oh, gut. Constable Stark, do you believe in vampires? Hey? What do vampires have to do with anything? Oh, that's exactly what I thought while looking into the murders at the cemetery. The primary suspect is indeed the murderer, but he's not the only one. The reporter, who so easily fooled everyone with his vampire stories, killed the other victim. But why would he do that? He believed the unconscious man to be dead and decided to concoct a thrilling story for his readers. Oh, thank you, Mr. Holmes. I'll have the conniving little scrub taken in immediately. There's only one case left. Don't let me stop you. Okay. Na, dann gehen wir natürlich auch noch den letzten Fall an, aber auch erst in der nächsten Folge von Sherlock Holmes, Chapter 1. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Und beim nächsten Mal geht es vielleicht ein bisschen besser wieder. Mal gucken.